Fasst euch kurz. Ich habe einen Trank für jeden von euch. Aber trinkt ihn noch nicht gleich. Meine Königin hat für alles vorgesorgt. Unser Transportmittel wartet auf der Stadtmauer auf uns. Lasst uns aufbrechen. Diese Kriegsadler werden uns zu unserem Ziel bringen. Seid ihr bereit? Dann steigt auf. Hört gut zu. In Sturmwind sind wir voneinander abgeschnitten. Ihr dringt mit Talisra und Rokan ins Verlies ein und befreit die Gefangenen. Unsere Späher haben einen geheimen Eingang entdeckt. Ich decke mit den Tauren euren Rückzug. Sollte die Situation ausweglos sein, nehmt, was ich euch gegeben habe. Es ermöglicht einen schnellen Tod. Wenn ihr die Gefangenen befreit habt, bringt sie zu diesem Schiff dort unten. Ich werde euch finden. Viel Glück. Die siebte Legion ist hier. Wen immer wir rausholen, die Menschen lassen's echt nicht drauf ankommen. Ich gehe vor und spüre die Gefangenen auf. Gebt mir Deckung. Wir werden sie ablenken. Seid vorsichtig.
Ich habe kein Ziel. Da kümmert ihr euch besser drum. Sprecht rasch und sprecht redlich. Die Horde wird, ich weiß nicht mehr, wie viel Zeit ich in dieser Zelle verbracht habe. Aber es spielt doch keine Rolle. Nach allem, was sie getan hat, kehre ich niemals zu ihrer Horde zurück. Vergesst niemals den Unterschied zwischen Loyalität und Ehre. Und betet, dass ihr niemals wählen müsst. Ihr kommt nicht mit uns. Wir wissen beide, ihr seid nicht wegen mir hier. Die, die ihr sucht, findet ihr am Ende des Gangs. Ich verstehe. Ihr seid euch sicher, Hochfürst? König, Champion, hier lang. Loktar. Unsere Eskorte, wie ich versprochen habe, Prinzessin. Danke. Mein Prophet sagt mir, ihr seid auf unserer Seite. Euch kenne ich doch. Ihr seid die Schlange, die... Wir sind hier auf Geheiß der Horde. Ich bin Talisra und das ist Rokan. Vorstellungen machen wir später. Riegelt alles ab! Das ist echt fieser Voodoo. Talisra? Ein Nullifikationsfeld. Ich kann nicht zaubern. Mir nach, los. Wie kommen wir raus? Hier lang! Das wäre ein Fehler. Wir müssen in die andere Richtung. Wehe, das stimmt nicht. Überwuchern die siebte Legion! Sterbt! Horden abschauen!
Dem Troll zufolge, nach draußen. Überall Wachen. Wir können hier nicht lange bleiben. Ich kann uns versteckt halten, solange keiner Dummheiten macht. Gebt es ihm los. Bleibt zusammen wie ein Team. Hergehört, Bürger von Sturmwind! Infiltratoren der Horde sind ins Verlies vorgedrungen. Zivilisten sollten in ihren Häusern bleiben, bis die Gefahr gebannt ist. Auf Befehl des Königs! Wartet kurz. Weiter. Hey, schnell, runter vom Weg. Die Brücke. Außer euer Prophet hat ein Problem damit. Keine Sorge. Wir kriegen schon mit, wenn sein Leben in Gefahr ist. Rein in den Kanal. Sofort. Hä? Sofort. Bleibt wachsam. Laut dem SE-7 ist der Feind in der Nähe der Burg gesehen worden. Sie können nicht weit sein. Eure Wachsamkeit ist unser Schutz. Eine kleine Vorwarnung hätte nicht geschadet. Die war offensichtlich nicht nötig. Keine Unterbrechung mehr bis zu den Docks. Sagt, wenn's losgehen kann, Champion. Ich höre euch, Mann. Bleibt immer wachsam. Los geht's. Bleibt zusammen. Moment, wo sind die Wachen? Suhl ist relativ ruhig. Vielleicht ist es nix. Nun, nix ist es nicht. Die Barriere wird nicht halten! Macht sie kalt, bevor sie durchbrechen! Ich habe sie gefunden, mein König! Ich bringe euch ihre Häute als Trophäe! Der alte Wolf hat uns gewittert! Wir müssen hier weg! Vorsicht!
Ziel kann ich nicht angreifen. Das ist zu weit entfernt. Sieh an, das kann ich wohl. Ich bin außer Reichweite. Ich brauche ein Ziel. Wir müssen zurück zu den Kanälen. Mir nach! Hier wollt ihr nicht weiter. Was denn nun schon wieder? Ich wusste, die Horde kann grausam sein. Rücksichtslos in ihrem Streben nach dem Sieg. Aber das... das ist Irrsinn. Ihr werdet hier sterben. Und ein namenloses Grab wird alles sein, was von euch bleibt. Ein Kampf wäre ausweglos. Lauft! Die wollen uns ankesseln! Das dürfen wir nicht zulassen! Das kann ich nicht angreifen. Man sollte meinen, eine Stadt aus Stein ist weniger entzündlich. Ihr seid echt ein grausamer Feind, Sul. Dieses Ziel kann ich nicht angreifen. Der Hafen! Wir müssen weiter! Also das ist ein vollendetes Desaster. Tut nicht so, als würdet ihr euch nicht freuen, uns zu sehen. Die Vorzeigediplomatin der Allianz scheint diesmal keine Gefangenen zu machen. Und durchbrecht das Eis! Ihr werdet in dieser Stadt keinem mehr Leid zufügen! Sterbt, Hordenabschaum! Mein Lohr erhöht uns! Mächtiger Lesar, leiht mir eure Kraft! Gehen wir! Ich kenne zwar keinen Resan, aber ich schulde ihm meinen Dank. Ihre Streitkräfte müssen aus Lordaeron zurück sein. Wie überwinden wir so viele? Dafür wurde gesorgt. Seht selbst. Weit entfernt. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Nicht angreifen. Ich brauche ein Ziel.
voran. Dieses Ziel kann ich nicht angreifen. Das ist zu weit entfernt. Wartet hier. Lasan, der schlaue Elchmacker. Ich brauche 20 dieser Vögel. Reichweite. Sie folgen uns nicht? Nein, aber ich glaube, ich weiß warum. Seht! Ihr habt viele Unschuldige getötet. Aber hier endet euer kleiner Ausbruch. Ergebt euch und ich bringe euch ins Verlies zurück, wo ihr hingehört. Dort wartet ihr auf das Urteil des Königs. Bei allem Respekt, wir verpassen unser Schiff. So voreilig. Ihr könnt uns überwältigen und vermutlich auch töten. Aber die Uhr tickt. Nein, das kann nicht sein. Mir scheint, die Hilfe von einem Magier mit euren Fähigkeiten käme gerade sehr gelegen. Das hier ist noch nicht vorbei. Wer euch ärgert, dem sollen die Loa beistehen, Sue. Ich glaube, das Wort, das ihr sucht, ist Danke. Kommt, wir segeln nach Suldasa. Nein, ich habe Befehle, euch zum Kriegshäuptling zurückzugeleiten. Tja, das ist mein Schiff. Also werdet ihr eure Pläne wohl ändern müssen. Das können wir unterwegs diskutieren, Eure Hoheit. Zeiten ändern sich. Die Sandalari müssen sich mitändern. Sandala ist immer da. Es scheint, die Allianzköter haben unsere Fährte verloren. Gut, gut. Unsere Reise ist schon bald vorbei. Ich hoffe, Silvanas Vertrauen wird nicht enttäuscht. Sie wirkt echt ziemlich machtvoll. Souverän. Immer Herrin der Lage. Es ist eine Ehre, meiner Königin zu dienen. Meine Prinzessin ist auch willensstark und von sich überzeugt. Unser König hat mit ihr immer so seine Schwierigkeiten. O mächtiger Rezan, ich wusste, ihr kommt, wenn ich Rat erflehe. Sprecht, und ich erhöre euch. Ich bring uns Hilfe von der Horde.
Aber mein Vater würde mein Handeln sicher verurteilen. Leitet mich. Ihr seid der Loa, der Könige und Königinnen. Meine Augen sehen viel. Sie sehen eure Kühnheit, eure Macht und Feinde, die beides fürchten. Und die, die nach eurem Untergang trachten, sind hier. Wir brauchen Deckung! Kurs auf die Nebelbank! Die Segel! Wir haben keinen Wind! Wir laufen voll Wasser! Willkommen. Bewegung. Ich tue, was immer ich tun muss, damit mein Volk sicher ist. Wir werden nicht lang allein sein, Champion. Es gibt was über mein Königreich, das ihr wissen solltet. Sandala ist umgeben von Feinden. Von innen und außen. Deswegen habe ich versucht, die Horde zu finden. Deshalb brauche ich euch, ihren größten Champion. Bluttrolle fallen von Norden ein und verschleppen unsere Leute in die Sümpfe von Nazmir. Keiner ist zurückgekehrt. Aber der Rat der Sandschuli mit seinen Intriganten und alten Knackern redet die Bedrohung klein. Die haben meinen Vater überzeugt, nichts zu tun. Als ihr gingt, sagtet ihr eurem Vater, ihr werdet die Welt entdecken. Nicht, dass ihr mit den Hunden der Horde verhandelt. Ihr sollt dieses Königreich beschützen. Wenn ihr eure Pflicht nicht erfüllt, muss ich wen anders finden. Um das Königreich zu schützen, wär's das Beste, wenn ich dieses Ding da nach Voldun verbann. Die Horde hat in Sandala nichts zu suchen. Ihr habt nicht über das Schicksal zu entscheiden, General. Ihr auch nicht. Eurem Vater missfällt.
dass ihr diese Kreaturen hierher gebracht habt. Ich soll euch umgehend zu ihm bringen. Ich sollte euch warnen. Mein Vater ist zwar engstirnig, aber er ist echt aufmerksam. Wette, er weiß schon, dass ihr mich aus Sturmwind befreit habt. Zollt ihm einfach Respekt und lasst ihn reden. Dann schmeißt er euch hoffentlich nicht von der Pyramide. Mein König, die Horde ist nur hier, um unsere Flotte für ihren untoten Kriegshäuptling zu stehlen. Dieser Champion hat der Macht von Sturmwind getrotzt, um Suhl und mich zu retten. Dafür hat er eine Audienz verdient. Genug. Ich entscheide, was mit dem Fremdling passiert. Jakrazet hat recht. Ihr braucht die Stärke unserer Flotte gegen die Allianz. Aber meine Tochter hat auch recht. Ihre Rettung hat echt Mut erfordert. Sowas bewundere ich. Talanji fürchtet, ich sehe nicht, wer wirklich unser Feind ist. Aber ich bin nicht so blind, wie sie denkt. Lasst uns sehen, ob die Horde sich bewährt. Bringt sie im großen Siegel unter. Sie sind meine Gäste. Vorerst. Nur Sandalari dürfen diese heiligen Hallen betreten. Das Gesetz ist eindeutig. Solange ich hier König bin, sag ich, was Gesetz ist. Das ganze Königreich schaut auf euch, Champion. Mit dem heutigen Tag ernenne ich euch zur Stimme der Horde. Es ist gut, der König zu sein. Eure Gefährten einfliegen lassen, ohne dass General Jakrazet was mitbekommen hat. Sie warten nur auf euer Kommando. Das große Siegel ist eins der wenigen Dinge im Land, die älter sind als das Imperium der Sandalari. Vater bewahrt viele von seinen Schätzen hier in der Schatzkammer auf. Musik
findet euren nachtgeborenen Freund in der Halle der uralten Pfade. Sucht mich auf, wenn ihr mit dem Umsehen fertig seid. Prinzessin Talamji war so freundlich, uns über ein altes Portalnetzwerk zu informieren, das wir vielleicht benutzen können. Für die Horde! Oh, hallo. Okulev, seht euch das bitte näher an. Wir werden Nachschublinien zu den Hauptstädten der Horde brauchen. Champion, ihr genießt offenbar immer mehr Vertrauen bei den Sandalari. Ich muss mich nun anderen Pflichten widmen. Viel Glück. Wer ist denn euer Loa? Hoffe, wir haben unsere Verbündeten weise gewählt. Mögen die Loa euch Glück bringen. Viel zu tun. Macht's kurz. Rache für die Gefallenen. Zu meinem Plan. Ich werde eine Expedition in die Sümpfe von Nazca leiten und mich um die Bedrohung an der nördlichen Grenze kümmern. Aber wenn ihr unsere Marine wollt, braucht ihr den Segen von meinem Vater hier in Suldasar. Seine Berater haben sich gegen euch verschworen. Und Jakrazet schmiedet in der Wüste von Voldun eigene Pläne. Für die Horde ist er eine ebenso große Bedrohung wie für mein Volk. Wir können nicht überall gleichzeitig sein. Entscheidet, was euch am wichtigsten ist. Seht euch eure Karte an und bestimmt, wo ihr anfangen wollt.